Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Eine Videoreihe, die wir schon länger nicht mehr fortgeführt haben, aber ich eigentlich ganz geil fand, war die Q&A-Reihe, wo ich euch auf Insta nach euren Fragen frage und die dann hier auf YouTube in einem ausführlichen und ganz entspannten Video beantworte. Da wollen wir heute auch endlich den nächsten Teil rausbringen. Ja, Leute, Q&A, der nächste Teil. Wie gesagt, ich habe euch auf Insta nach Fragen gefragt, eine kleine Umfrage gestartet, wo ihr eure Fragen mit reinwerfen konntet, die wir jetzt ganz entspannt hier bei einem Köpfchen beantworten werden. Ich habe eure Fragen schon auf. Es ist schon ein paar Tage her, dass ich euch die Fragen gestellt habe, aber es sind trotzdem einige zusammengekommen und wir suchen uns da jetzt relativ spontan mal ein paar von aus und werden die hier einfach beantworten. Vorher noch kurz ein paar Worte zu meinem Setup, Leute. Ich rauche die Aeon Edition 4 in der Lounge-Variante mit meinem Dragon Ball Z-Kohleteller. Das könnt ihr jetzt leider gerade nicht sehen, aber da ist ein wundervoller Son Goku drauf. Obendrauf der Oblako L, da obendrauf der Kalaut Lotus 1 Plus Niris. Drinne sind zwei C26 von Tom Kokocha. Und als Tabak rauche ich den Hukain Fantanas. Da gab es nämlich eben gerade noch das Review zu. Ja, Leute, eure Fragen von Insta. Wollen wir uns mal die erste raussuchen und mal durchgehen. Die erste Frage ist von Mo Niklas und er fragt, passt der Kalaut Lotus 1 Plus gut auf den Oblako Funnel L? Ja, auf jeden Fall. Gut, dass du die Frage gestellt hast und ich dann gerade auch passend das Setup brauche. Das war tatsächlich gar nicht geplant. Das ist jetzt einfach so passiert. Aber ja, der Lotus 1 Plus passt auf jeden Fall sehr, sehr gut auf den Oblako L. Also sogar fast noch einen Ticken geiler als auf den M, habe ich manchmal so das Gefühl. Der ist ja so ganz minimal größer vom Durchmesser und er sitzt so leicht mit der Kante dann innen drin und hakt sich da so schön ein. Also ich finde, der passt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Rock Noah fragt, Lieblingssetup. Tatsächlich ist es auch so ziemlich das, ja, also ein Oblako mit einer Smokebox obendrauf. Smokebox eigentlich fast immer Kalaut Lotus 1 Plus. Meistens nehme ich den M, manchmal nehme ich den L, ab und zu auch eine Killer Bowl. Aber ich muss sagen, ich rauche im Moment verdammt viel Oblako und ich finde den Kopf einfach super, super nice. Ich glaube, ich habe mittlerweile 7 oder 8 verschiedene Oblakos da. Also ich glaube, ich habe 2 Killer, ein M, 2 Mono und noch ein paar M. Also dann habe ich noch den Hooker Boss Oblako und noch den Hooker Club Show Oblako. Also es sind wirklich einige, ihr merkt schon, ich mag den Kopf wirklich sehr, sehr gerne. Ansonsten würde ich mir ja nicht so viele verschiedene davon holen. Aber ich würde sagen, dass das im Moment auf jeden Fall, also ob es mein absolutes Lieblingssetup ist, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall im Moment mein am meisten gerauchtes Setup. So, gucken wir mal weiter und nehmen mal zwischendrin einen Zug. Welche Pfeife von allen, die du... Was? Welche Pfeife von allen ist die, die du am längsten besitzt? Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, es müsste tatsächlich die Shishaya sein. Ich hatte damals die Ginny Clyde und die Ginny Skyline. Die habe ich dann aber beide verkauft. Und dann hatte ich eine Zeit lang tatsächlich fast nur die Shishaya. Und dann kamen meine ersten Mose Pfeifen. Und da hatte ich tatsächlich auch immer nur so 4, 5 Pfeifen bis dahin daheim. Aber ich glaube, die Pfeife, die ich am längsten besitze, die immer noch in meinem Besitz ist, ist die Shishaya Kylie 350. Leon Rebholz fragt, beste Kohle. Also ich benutze, wie gesagt, die Tom C26. Ich bin da ganz transparent mit euch, Leute. Die sponsern mir auch Kohle, deswegen benutze ich die. Aber ich würde sie nicht benutzen, wenn ich nicht zufrieden damit wäre. Ja? Also für mich ist das auf jeden Fall Top-Kohle. Ich benutze sie sehr, sehr gerne. Aber Black Coco und auch One Nation hatte ich auch immer gute Erfahrungen mit. Also wenn du mich fragst, beste Kohle, würde ich dir die 3 gerade nennen. Gorilla war eine Zeit lang auch extrem nice. Ich habe aber das Gefühl, dass Gorilla in letzter Zeit so ein kleines bisschen nachgelassen hat. Ich hoffe, die fangen sich wieder. Aber gerade so zu den Zeiten von der letzten Messe in Frankfurt war Gorilla auch extrem nice. Den SSI fragt, die Kohle im HMD
die Kohlen im HMD gehen immer aus, was kann ich tun? Also das Problem ist, manche von diesen Wishfakes haben innen, ja, also nicht unten, sondern innen drinne keine Noppen. Das heißt, eure Kohle liegt dann komplett innen auf der Smokebox auf, kriegt von unten keinen Sauerstoff und gehen dementsprechend aus. Das heißt, wenn du so eine Smokebox hast, wird dir wahrscheinlich nichts anderes helfen, außer eine gescheite Smokebox zu kaufen. Was du noch probieren kannst, ist die Smokebox kurz vorzuheizen, damit die Smokebox halt nicht irgendwie Zimmertemperatur von, weiß ich nicht, 20 Grad hat, sondern irgendwie schon so 50, 70, 80 Grad oder sowas bekommt, also schon ein bisschen wärmer ist, sodass die Kohle nicht zu viel Energie an der Smokebox verliert, während sie diese erhitzt. Könnte helfen, kannst du ausprobieren, ob das klappt, musst du dann halt gucken. Wenn du so eine glatte Smokebox innen hast und das Vorheizen nicht hilft, dann hilft nur Kohle andauernd drehen oder eben eine andere Smokebox kaufen. Würdest du immer noch eventuell mit 30 aufhören, Shisha zu rauchen und den Block aufhören? Also mit 30 glaube ich nicht. Das wäre ja schon in 3 Jahren. Ich habe gerade so das Gefühl, dass ich jetzt so langsam richtig drinne bin nach 3 Jahren YouTube. Also jetzt in 3 Jahren aufhören, hört sich irgendwie so an, als könnte ich dann, weiß ich nicht, in 1, 2, vielleicht 3 Jahren die 100.000 Abos knacken hier auf YouTube und genau dann aufzuhören, wäre einfach krass falsch. Ich habe immer noch so im Hinterkopf, noch einen Tech-Channel zu eröffnen auf YouTube. Das könnte man dann natürlich auch länger machen. Aber Fakt ist, irgendwann werde ich es auf jeden Fall reduzieren mit dem Rauchen. Jetzt gerade Corona, sehr viel Homeoffice und so weiter. Kommt es schon vor, dass ich so zwischen 3 bis 6 Köpfchen am Tag rauche? Ich glaube, heute ist es jetzt auch mein 4. Kopf und da folgt mit Sicherheit noch einer, den ich dann nach diesem Video hier entspannt auf der Couch bei einer Serie mit der Freundin oder so rauchen werde. Aber es kann schon sein, dass ich irgendwann weniger rauchen werde. Vielleicht mache ich es aber auch so, dass ich sage, hey, ich rauche nur 1, 2 Köpfchen die Woche so und ansonsten nur für Reviews und Videos oder so. Weiß ich noch nicht genau. Fakt ist, irgendwann wird es auf jeden Fall weniger mit dem Rauchen. Im Moment aber noch kein genauer Plan, wann das ist. Ich schätze mal, spätestens wenn man irgendwann vielleicht Kinder hat oder sowas, wird das unweigerlich weniger, weil dann würde ich natürlich nicht mehr drin rauchen, sondern nur draußen oder in einem extra Shisha-Raum im Keller oder in der Gartenhütte oder die Garage umbauen oder sowas. Und spätestens dann würde es auf jeden Fall weniger werden. Aber wann genau? I don't know. Smokesquad fragt, welcher Kopf ist der beste für Darkseid? Und lass mich mal eine Sekunde gucken. Den habe ich mit Sicherheit auch irgendwo hier unten stehen. Ja, hier ist er. Das ist er, der Voskurimsia Mumia. Für mich der absolut geilste Kopf. Ich habe damals bei der Messe, und ich merke gerade, der sifft auch ein kleines bisschen hier, das ist ja suboptimal. Der Voskurimsia Mumia, den habe ich damals auf der Messe bei Darkseid gesehen. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte immer, schwarzer Tabak gehört vielleicht so Semi-Dense oder Dense in den Funnel, damit er nicht zu krass kickt. Aber Darkseid war einfach so was krass Besonderes. So heftig feucht mit dieser krassen Molasse, die dabei ist, dass man den sehr, sehr gut locker fluffig in einem Mehrlochkopf rauchen konnte. Und genau diesen Kopf benutzt eben auch Darkseid. Ich habe es gesehen, ich habe ihn mir geholt, ich habe es auch probiert. Und ich muss sagen, Darkseid für mich immer in diesem Kopf. Also, dass ich Darkseid mal in einem anderen Kopf als den Voskurimsia rauche, ist unglaublich selten. Vielleicht jeder 10. Kopf Darkseid mal in einem anderen, aber dann auch nur meistens, um irgendwie wieder zu testen, so ein anderes Setup oder dann mal ein Funnel und Darkseid mit Virginia gemischt oder sowas. Aber in der Regel eigentlich immer der Voskurimsia. Pierre Pascal 99 fragt, was machst du neben YouTube beruflich oder ist YouTube dein Hauptberuf? Also ich würde zwar YouTube sehr, sehr gerne als Hauptberuf machen, aber dadurch, dass Shisha-Content auf YouTube gar nicht monetarisiert wird, beziehungsweise fast gar nicht monetarisiert wird, ne, man hat da immer so ein gelbes Monetarisierungs-Icon neben den Videos und das heißt dann eingeschränkte Werbeanzeigen und das heißt, dass bei meinen, sagen wir mal, 500.000 Klicks im Monat, dass da ungefähr 3.000, 4.000 monetarisierte Wiedergaben dabei sind und das kommt dann irgendwo im Monat bei so zwischen 6 und 10 Euro raus. Wenn man das dann noch versteuern würde, wären wir dann wieder so bei 4, 5 Euro oder sowas. Ich zahle mir YouTube im Moment gar nicht aus, deswegen muss ich natürlich auch nicht versteuern. Das liegt einfach auf YouTube noch rum. Vielleicht lasse ich es mir irgendwann mal auszahlen und kaufe davon einen besseren Rechner zum Schneiden oder eine neue Kamera oder Objektiv oder Licht oder Ton, was man halt alles braucht, um so Videos zu machen.
Aber im Moment kann ich auf jeden Fall nicht davon leben. Was sehr, sehr cool ist, wir haben seit noch nicht allzu langer Zeit die Mitgliedschaftsfunktion auf diesem Video hier oder auf dem Kanal freigeschaltet. Und ihr solltet auch jetzt, wenn ihr dieses Video anguckt, unter diesem Video so einen kleinen Mitglied werden Button sehen. Und da sind schon einige Mitglieder reingekommen, die mich tatsächlich monatlich unterstützen mit einem kleinen Betrag. Dafür kriegt man auch ein paar Vorteile, zum Beispiel Mitgliederchat in den Streams oder sowas. Und da kommen doch schon ein paar Euro zusammen. Wie gesagt, bis jetzt habe ich es mir noch nie auszahlen lassen. Wenn ich das irgendwann machen würde, wäre es wahrscheinlich erstmal für Equipment, also wie gesagt Computer, Kamera, Licht, Ton, also Sachen, die man eben braucht, um hier Videos zu machen. Der Traum wäre natürlich schon, irgendwann von YouTube leben zu können. Aber da bin ich dann halt mit Shisha-Content auf jeden Fall auf eure Unterstützung in Form von der Mitgliedschaft oder von Donations in Streams oder sowas angewiesen. Weil ansonsten wird das nichts mit Shisha-Content, ja? Wenn man keine Werbung schalten kann, verdient man mit den Videos an sich erstmal kein Geld. Und deswegen im Moment auf jeden Fall nur ein Nebenjob, beziehungsweise eigentlich noch nicht mal das. Im Moment ist es eigentlich immer noch nur Hobby. Hauptberuflich bin ich in der IT. Ich will euch da jetzt nicht zu lange langweilen, aber was ich in der IT mache, ist überwiegend Kubernetes. Das ist ein Container Orchestration Tool. Wer das wissen will, Leute, googelt am besten einfach mal Kubernetes. Das jetzt in einem Video zu erklären, das wäre schon ein 20-Minuten-Video an sich. Aber IT. Der Marvin Ditt fragt noch, was ist dein Ziel auf YouTube? Und die Frage passt ganz gut zu der letzten, deswegen mache ich die jetzt auch direkt noch mit. Also mein Ziel auf YouTube ist an sich einfach nur, coolen Shisha-Content zu machen. Ich habe sehr viel Spaß dran, einfach Videos aufzunehmen, Videos zu schneiden, Videos hochzuladen, eure Reaktionen darauf zu sehen, seien es die Daumen nach oben oder Kommentare oder Leute, die dann sagen, so Digga, deine Videos sind so nice und haben mir schon so oft geholfen. Ich werde jetzt Mitglied bei dir und unterstütze dich so ein bisschen. Das ist erstmal das primäre Ziel. Das andere Ziel wären irgendwann die 100.000 Abos. Ich gucke schon immer sehr, sehr viel YouTube. Und immer, wenn irgendjemand von den YouTubern, die ich geguckt habe, dann so einen Abo-Button hatte, war das schon echt so ein Riesen, so ein Wow, Alter, der hat es geschafft. So, der hat einen Abo-Button daheim. So, das ist so serious. So, der macht YouTube. Ne? Das ist nicht so hobbymäßig, sondern so krass. Der hat einen Abo-Button daheim. Und Leute, irgendwann hier hinter mir in der Mitte so einen Play-Button hängen zu haben, das wäre auf jeden Fall ein dickes, dickes Ziel. Also falls ihr jetzt das Video seht und noch nicht abonniert habt und ihr mich auf diesem Weg ein kleines bisschen unterstützen wollt, sehr, sehr gerne noch da unten auf den Abo-Button drücken und vielleicht hängt dann in ein paar wenigen Jahren hoffentlich hinter mir auch noch so ein Play-Button. Wenn sich YouTube in der Zwischenzeit nicht überlegt, dass die Rauchen und Shisha-Content jetzt komplett verbieten, das weiß man natürlich nie. Aber das wäre auf jeden Fall noch so das andere Ziel. Und ein weiteres Nebenziel wäre vielleicht, wenn irgendwann 100.000 Abos da sind und genug Mitglieder am Start sind, vielleicht auch irgendwann von YouTube leben, vielleicht auch noch den Shisha-Kanal und einen Tech-Kanal, beides zusammenführen und dann irgendwann von YouTube leben zu können. Wenn ich mir überlege, dass ich den ganzen Tag Videos drehen könnte, Videos schneiden könnte, mich mit Kameras und Computern und sowas umgeben würde und das einfach mein Job wäre, das wäre schon wirklich ein krasser Traum, aber das ist auch noch ein sehr, sehr weiter Weg. Die nächste Frage ist, welches ist dein Lieblingsmundstück? Und ich muss sagen, im Moment ist es tatsächlich das, das ich hier auch gerade benutze. Das ist das WLKX Carbon-Mundstück in der goldenen Optik. Finde ich sehr, sehr nice. Ist ein bisschen anders als die meisten Carbon-Mundstücke. Man kann nämlich hier diese Teile einfach rausdrehen. Ja, jetzt habe ich hier einfach dieses Mundstück sozusagen abgedreht vom Carbon-Teil. Und man kann da eben verschiedene Farben draufstecken. Ich finde Gold sehr, sehr nice. Deswegen benutze ich meistens das Goldene. Wie viel Kilo Tabak und Kohle verballerst du im Monat? Also bei der Kohle muss man auf jeden Fall schon mal dazu sagen, oder auch beim Tabak, dass sehr oft viele Freunde bei mir sind, die auch mit mir Pfeife rauchen. Die dürfen dann einfach meinen Tabak nehmen. Also ich habe hier einfach mein Tabakregal, da kann sich jeder aussuchen, was er dann rauchen möchte. Hier unter mir, unter diesem Tisch, sind meine ganzen Köpfe. Dann kommen Freunde vorbei, suchen sich einen Kopf aus, suchen sich eine Pfeife aus. Die einzige Regel ist eigentlich so, tut mir den Gefallen und macht die Pfeife auch wieder sauber. Ansonsten stehe ich am nächsten Morgen da und muss jeden Morgen 4-5 Pfeifen putzen. Das wäre ein bisschen stressig. Wie viel Kilo Kohle? Ich glaube insgesamt, wenn jetzt keine Special andrehen, verbrauchen wir hier, also ich, meine Freundin und Freunde, die immer vorbeikommen, so im Monat, ich sag mal zwischen 12 und 18 Kilo.
Also es ist schon wirklich einiges, aber Leute, letztens wollten wir zum Beispiel zu 5 neuen Tabak testen und dann hatten wir halt 5 Pfeifen an für 5 Leute und das haben wir 3 Durchgänge lang gemacht. Das heißt, da waren 15 Pfeifen an einem Abend an. Ich habe wahrscheinlich davor noch ein paar geraucht. Das heißt, es waren irgendwie 17 Pfeifen an und pro Pfeife dann zwischen 2 und 3 Kohlen. Da ist halt schon so eine Dreiviertelpackung Kohle weg. Ne? Also es geht schneller, als man denkt. Vor allem, wenn der ein oder andere vielleicht noch Kohle nachlegen will oder sowas. Das geht verdammt schnell. MXMO15 fragt, wie alt bist du? Ich bin jetzt 27, ich bin im August 92 geboren. Nico0802 fragt, Lust, selber was im Shisha-Bereich zu starten, wie Tabak, Pfeifen, etc. Also, an sich habe ich schon Lust, aber ich habe im Moment schlicht und ergreifend nicht die Zeit dafür. Also für den ganzen YouTube-Kanal und Insta brauche ich in der Woche Pi mal Daumen 30 Stunden, dazu noch ein ganz normaler Vollzeitjob. Nochmal mit 40 Stunden komme ich bei 70 Stunden raus, die ich die Woche arbeite. Bei 7 Tagen die Woche sind das 10 Stunden Arbeiten pro Tag, jeden Tag vor allem, jeden Tag, ganz wichtig. Ich würde in Zukunft gerne probieren, mir den Samstag freizunehmen. Das heißt, ich muss dementsprechend produktiver an den anderen Tagen sein. Das heißt, ich müsste dann, hoffentlich kann ich es auf 65 Stunden oder sowas drücken und das dann auf 6 Tage verteilen oder so. Aber meine Tage sind auf jeden Fall schon sehr, sehr voll mit Job, YouTube, Instagram. Und dann kommen noch so ganz normale Sachen dazu. So Leute, wenn ihr nicht mehr bei euren Eltern wohnt, dann müsst ihr euch um eure Wohnung kümmern. Ihr müsst Papierkram machen, ihr müsst den Müll rausbringen, ihr müsst Wäsche waschen, ihr müsst Essen kochen, ihr müsst Essen einkaufen und so weiter und so fort. Long story short, ich würde gerne, aber im Moment absolut keine Zeit. Das wäre vielleicht auch was, was man angehen könnte, falls es irgendwann Vollzeit mit YouTube klappt und ich da eben 40 Stunden Hauptjob weniger habe. Oder vielleicht das als Nebenjob machen könnte, also 20 Stunden die Woche in der IT und dann noch so 40, 50 Stunden dann wirklich in YouTube stecken oder sagen wir mal in Shisha als komplettes Thema oder vielleicht noch ein Tech-Channel nebenbei. Die Hooker John Harmony Bowl ist leider überall ausverkauft. Alternativen mit ähnlichem Depot. Das ist für mich ganz klar hier der Oblaco M. Einmal hier in der Mono-Variante oder auch in der normalen M-Variante. Aber die beiden Köpfe sind für mich die besten Alternativen, die man im Moment so zu Hooker John Harmony Bowl hat. Okan fragt, hattest du mal Probleme mit deinem YouTube-Channel wegen dem Rauchen und so weiter? An sich macht YouTube einem da keine Probleme, bis darauf, dass man die Videos halt nicht monetarisieren kann. Ne? Und man kann davon ausgehen, so grob im Schnitt sagen die meisten YouTuber, dass man pro 1000 Views $1 kriegen würde, beziehungsweise 1 Euro in Deutschland ungefähr. Und das sind bei einer 500.000 Views im Monat halt schon 500 Euro. Ne? Klar, versteuert, wenn ich es nicht für Sachen ausgeben würde, die ich von der Steuer absetzen könnte, wären das dann halt nur noch 250 Euro. Also es ist jetzt nur ein kleiner Schritt auf dem Weg zu der Selbstständigkeit mit YouTube. Aber es wäre immerhin ein Schritt, den YouTube dann bei Rauchen und sowas komplett von vornherein ausschließt. Das ist aber auch so ziemlich das einzige Problem. Also ich hatte jetzt noch nie irgendwie Strikes oder irgendwie einen Channel-Bann oder irgendwie einen Livestream-Bann oder sowas. Das Einzige, was mal passiert ist, wir haben mal aus Versehen auf ein Video von Funk reagiert. Das fand YouTube nicht so witzig und hat uns den Stream abgeschossen. Also war der Stream an der Stelle beendet, aber ich konnte direkt wieder einen neuen starten. Also eigentlich keine krassen Probleme. Das war eigentlich so das Einzige, was da mal passiert ist. Tony Ruhrpott fragt, was hältst du von den Hukain-Köpfen? Also wie ihr jetzt gerade hier seht, und auch in wahrscheinlich den letzten 100 Videos gesehen habt, rauche ich eigentlich am liebsten mit einem HMD. Bis jetzt hatte Hukain keine Köpfe, auf die ein HMD wirklich gut draufgepackt hat, aber der letzte Kopf, den Hukain rausgebracht hat, die Vintage Splash Bowl, da passt sehr, sehr gut ein HMD drauf. Das heißt, für mich ist die Vintage Splash Bowl der einzige Hukain-Kopf, den ich wirklich nice finde. Aber einfach nur, weil ich eben diese Vorliebe zum HMD habe, also zu einer Smokebox gegenüber Alufolie. Ja, deswegen die letzten Hukain-Köpfe für mich nicht so nice, aber die neue Vintage Splash Bowl auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und genau deswegen habe ich auch eine hier. Louis Lisicki fragt, gute Reise-Shisha. Also ich nehme eigentlich meistens 2 Pfeifen mit auf Reisen. Wenn es sehr, sehr klein sein muss, dann nehme ich die Viro One. Oder wenn es etwas größer sein darf, dann nehme ich die Conceptic Smart oder eine Mose Breeze.
Warum die Conceptix Smart? Ich habe zu der Conceptix Smart den passenden Reiserucksack. Und das ist halt schon sehr, sehr nice, wenn man alles bis auf den Kohleanzünder und die Kohle in eine Tasche packen kann. Also Pfeife, Mundstück, Schlauch, Kohlezange, Kopf, Kopfaufsatz und auch Tabak. Das ist schon sehr, sehr geil. Deswegen nehme ich meistens sogar die Conceptix Smart. Z Jonas fragt lieber Smokebox oder Alu. Für mich Safety Smokebox. Für mich ist Smokebox für Köpfe, auf die man den benutzen kann, praktisch die logische Weiterentwicklung von der Alufolie. Ihr habt praktisch eine Alufolie, die immer perfekt gespannt ist, mit einem kleinen Windschutz und mit Noppen, die nach unten gehen, um die Hitze noch besser an den Tabak zu bringen. Deswegen, wenn du mich fragst, wenn ich Köpfe habe, auf die ein HMD geht, immer safe, hundertprozentig HMD. Wenn es kleinere Köpfe sind, wie zum Beispiel ein Hooker John 80 Feet oder sowas, dann halt Alu, weil kein HMD drauf geht. Aber wenn es geht, immer HMD. Definition von Kopfbluten, fragt der Tolga. Ganz einfach, ne? Manchmal entstehen halt kleine Mikrorisse in Köpfen und dann zieht Molasse in den Kopf ein und kann dann hier eben austreten. Dann sieht man hier so kleine Tropfen oder vielleicht sogar so einen kleinen Verlauf an Molasse, der außen am Kopf runterläuft, und das nennt man eben Kopfbluten. Und als letztes noch die Frage von MK0250. Was hältst du von den 3D-gedruckten Konzeptik-Köpfen? Auch den habe ich hier unten stehen. Das ist der hier. Ich weiß gar nicht genau, welches Modell das gerade ist. Aber Leute, ich dachte erst so bei 3D-gedruckt, ja nicht, dass das jetzt Plastik ist oder sowas. Aber es ist tatsächlich eine Keramikmischung, die da 3D-gedruckt wird. Dementsprechend sehr, sehr geiles Muster, das wahrscheinlich sehr, sehr schwer wäre, irgendwie da mit einem Messer oder sowas reinzuritzen. Deswegen sieht nice aus, funktioniert auch sehr, sehr gut und Conceptix, russische Marke. Es passt natürlich auch ein HMD drauf. Ja Leute, das waren die Fragen für unser nächstes Q&A. Ich hoffe, dass ich eure Fragen gut beantwortet habe und ausführlich genug beantwortet habe. Wenn ihr Bock habt, eure Frage beim nächsten Mal im Q&A zu haben, dann auf jeden Fall mal auf Insta followen. Da heiße ich @swg.hooker. Da kommt dann wahrscheinlich irgendwann wieder so eine Umfrage mit. Ne? Haut eure Fragen fürs nächste Q&A raus und dann könnte eure Frage auch hier landen. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, wie immer natürlich gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG.